Leute, mein Name ist SlimeSky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal, Freunde. Ich bin sehr, sehr gehypt, denn wir drehen heute Erkenne die Profi-Boxerin. Das heißt, heute haben wir die weibliche Edition. Die erste Folge kam ja geisteskrank bei euch an und deswegen dachten wir uns, machen wir heute die weibliche Version draus. Das ist richtig geil geworden, Freunde. Deswegen, wie ihr wisst, das Ganze mache ich auch nicht alleine, sondern ich habe mir natürlich extra Special Guests für die heutige Folge eingeladen. Und ich würde sagen, wir schauen auch gar nicht groß rum, sondern diese Special Guest einmal bitte mein Gott! Ach, Uwe sieht sexy heute aus, Bro. Ja, du auch, Digga. Sehr, sehr sexy. Siehst sogar besser aus als ich heute. Bro. Nathan ganz okay heute, Bro. Outfit. Hi, wie geht's dir? Alles gut? Setzt euch bitte. Servus, wie geht's euch? Geht's euch gut? Moin, moin. Gut. Bombe. Mir geht's top, mir geht's blendend. Habt ihr jetzt Bock sehr auf Sport hier oder was? Was? Hast du jetzt schon Bock auf Sport? Ich hab richtig Bock. Hab mich da ein, zwei Mal bewegt, jetzt habe ich schon richtig Lust. Ich hab richtig Bock. Deswegen ist die erste Folge kam mir geisteskrank an. Deswegen dachten wir uns, machen wir heute den zweiten Part. Und ich dachte mal, wir holen auch noch eine Expertin mit rein. So auf weibliche Basis, weißt du, so ja, weibliche genau. Unterstützung so. Du hast ja kranke Moves drauf, muss man sagen. Dankeschön, ne? Danke. Aber du bist kein Profi? Nein. Noch nicht? Noch nicht. Aber du hast schon wie oft gekämpft? Also Amateur? 12. Mai. Das ist schon stark. 12 Mal schon im Ring gewesen, also, das heißt schon was. Ich habe eher gesagt nur Meisterschaften mitgemacht, wenig einzelne Kämpfe. Vielleicht sehen wir ja gleich das ein oder andere Sparring mit dir und einen von den Teilnehmerinnen, wer weiß. Ja, wer weiß. Das wird sehr spannend. Ja, aber dann Uwe noch am Start, unser Experte. Experte, ja, kein Boxexperte, aber Kampfsport schon, seitdem ich 14 bin. Und ich glaube, der Blick, oder man kann ja schon sehr erkennen, so okay, die kann gar nichts so, die kann dann im Kopf beiseite schon so. Und da weiß man, ah, okay, die Haltung ein bisschen, man erkennt sowas eigentlich als Kampfsport oder wenn du einfach kampfsportaffin bist, ja, sowas sehr schnell. Ich bin auch sehr gespannt, ob es wieder so offensichtlich wird wie beim letzten Mal. Genau. Oder ob es diesmal deutlich schwerer wird, da bin ich sehr gespannt. Vielleicht sind ja alle so trainierte Boxerinnen, und aber schon alle irgendwie gut. Und dann musst du echt jetzt wirklich gucken, okay, wer ist da tatsächlich der Profi? Oder wer ist kurz vor Profi? Das ist ja dann schwierig so. Mal gucken. Und Nathan heute einfach am Start. Bro, ich habe gar unser keine Ahnung. Unser absolute Boxexperte. Nee, ich habe gar keine Ahnung vom Boxen. Ich bin einfach nur. Er ist so bodenständig, dabei. Ne? Das liebe ich an Nathan. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe keine Er ist sehr, sehr bodenständig. Er sagte doch letztens zu mir, voll Sport durchziehen jetzt und so. Wie ist Phase jetzt? Nathan Sport? Ist schwierig. Okay, ist schon aber ich glaube, du hast trotzdem gutes Auge dafür. So. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Outfit von Uwe auch besonders sexy heute, muss ich sagen. Danke dir. Gefällt mir sehr gut. Ich muss auch sagen, das Outfit? Weiß steht dir Bombe, wirklich. Oder ja. Sieht richtig gut aus. Sieht auch übrigens, ne? Guck mal, auf schlicht. Von? Schön fetten von Smilodog. Ach, ist auch von Smilodog. Ja, natürlich. So. Da ist die Vielfalt am Start. Auf ganz schlicht. Ich finde, wir drei sehen auch besonders gut aus heute. Ja, finde ich auch. Aber Hallo. Rechts ist so ein bisschen, ja. Einer ist okay, muss, Bro. Einer muss rausstechen. Ja, also. Das wäre das Placement zu auffällig vielleicht, weißt du? Stimmt. So ein bisschen stimmt. Für, ja. Für man Ordnung muss echt hier. Sagen, also an der Stelle nochmal großen Dank auch an Smilodogs, weil die machen das Ganze hier wieder heute möglich. Vielen, vielen Dank. Ohne Smilodogs wären diese Profisportlerfolgen gar nicht möglich. Deswegen, richtig nice. Danke Uwe nochmal. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne mal. Freunde, bevor jetzt die Teilnehmerinnen gleich reinkommen werden, wir haben wieder mal, ihr seht, erstens mein Outfit, wieder besonders fresh, muss ich sagen. Sieht geil aus. Weiß steht hier übrigens, ne? Das sieht Bombe aus. Ja, also Kontrast auch ganz gut so, glaube ich, ne? Ja, sieht wirklich gut aus, ohne Witz. Schöner Jogger, schön groß drauf hier, schön mit Stick. Wunderbar, so muss das sein. Halten auch was aus übrigens, ne? Ja. Muss man mal sagen. Deswegen, Freunde, besonders jetzt lohnt es sich wieder zuzuschlagen, denn die Aktion läuft immer noch, Freunde. Es ist geisteskrank. Mit meinem Code bekommt ihr ganze 40% auf alles. Man muss auch sagen, wirklich an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, weil Neosubs und Smilodogs machen hier echt einiges möglich, gerade was die ganzen Profisportlerfolgen angeht. Und ich finde es auch ein sehr authentisches, eine passt sehr authentische Zusammenarbeit. Genau. Sport perfekt. Ist da Smilodogs und Neosubs. Freunde, wir haben gerade alle im Team zusammen die ganzen neuen Riegel von Neosubs probiert. Bro, die sind wirklich gestört. Ja, ne? Das ist so ein Proteinriegel auf Oreo-Basis, der hat 20 Gramm Eiweiß. Und guck mal hier unter 200 Kalorien? Der hat 20 Gramm Eiweiß. Wir lassen unsere Produkte ja mal prüfen im Labor. Und der hat eigentlich 22 Gramm Eiweiß. Bro, knapp. Also diese Charge, diese Lieferung. Aber wir machen natürlich auf 20 Gramm. Das ist wie beim Auto. Ja. Mein Auto, ich kaufe ihn, hat 100 PS, dann stellst du ihn auf Prüfung. Ja, und dann hat er auf einmal 80 PS, ja, ist ja, enttäuscht ja. Und hier ist es halt andersrum. Ja. Genau, das ist so, ja, das ist so. Das ist deswegen, die Leute denken jetzt safe, wir übertreiben oder so, aber bitte probiert es einfach mal selbst aus, ohne Spaß. Ja. Könnt mir schreiben, wenn euch der Riegel nicht schmeckt, aber ohne Spaß. Genau. Ich gebe euch hier meine Garantie drauf, dass das plus der Popcorn-Riegel einer der leckersten überhaupt sind, aber auch alle anderen fand ich super lecker. Nur die stechen halt nochmal deutlich raus. Genau, und weil uns ja Prozente zu langweilig sind, gibt es auch Mindestbestellwert von 60 Euro.
einfach mal 500 Gramm Kreatin, also so ein Beutel, einfach so gratis dazu. Ich hab schon das macht mein Kopf einfach nicht mit, ne? Genau. Mach das am besten so. Bestellt für eure Kollegen so 5-6 Mal und dann kriegt ihr 5-6 Tüten. Das ist geisteskrank. Freunde, außerdem, wie ihr seht, ich bin wieder sehr, sehr sexy gedressed, denn ich habe hier den Trainingsanzug von Smilodogs an. Ich muss sagen, ich liebe diesen Trainingsanzug, den ziehe ich immer beim Training an. Die Qualität ist auch 1A. Und ihr habt jetzt nämlich, Freunde, wir haben wieder so eine krasse Aktion bei Smilodogs, nämlich ab einem Mindestbestellwert von 160 Euro bekommt ihr nämlich ganze 2 gratis Artikel dazu. Das heißt, ihr bekommt diese Hose und diesen Zip-Hoodie dazu und ihr könnt euch selbst entscheiden, welchen Artikel ihr da am Ende des Tages haben wollt. Gibt den natürlich auch in verschiedenen Farben. Hier haben wir zum Beispiel so ein schönes Grün, Grau, richtig, richtig nice. Und Freunde, ganz wichtig zu erwähnen, es gibt mit meinem Code ganze 30% auf das gesamte Sortiment bei Smilodogs, Freunde. Und über Neosubs brauchen wir gar nicht drüber reden. Sowieso die geilste Supplement-Marke überhaupt. Richtig geil. Vor allem unter anderem das Isolite von Neosubs. Das trinke ich selbst immer sehr, sehr gerne. Ihr seht ja auch, was mich immer extrem genervt hat, gerade bei so einem Clear-Isolat, ist immer, dass es sich nicht so geil auflöst. Und ihr seht ja hier, schaut mal bitte, ich habe das gerade ganz, ganz schnell hier eingeführt und das Ding ist wirklich keine Stückchen nix. Ihr trinkt das Ganze auch ganz gemütlich. Bruder, das hat auch nichts mehr mit einem Supplement zu tun, weil ich finde, es schmeckt einfach wie eine Limonade, ne? So, es schmeckt einfach wie eine Limonade. Deswegen checkt das bitte unbedingt aus. Freunde, und ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht was rum, sondern machen direkt weiter mit dem Video und bitten unsere Teilnehmer einmal bitte rein! Spannend. Was sagt ihr? Erster Eindruck? Ja, mir ist da schon was aufgefallen. Was denn? Aber ich halte meinen Mund, wo ich weiß, die macht definitiv, ist sie nicht so im Boxsport tätig. Ja, mir auch. Ne? Ja. Dieses Reinkommen und auch so dieser angespannte Körper irgendwie. Und bei einer wusste ich, glaube ich, direkt so, okay, die ist es. Ja. Vielleicht vom Gefühl her, okay. Ich will jetzt nicht hier. Ich habe auch ein Gefühl, aber ich will es auch noch nicht sagen. Was sagst du, Nathan? Ich habe gar kein Gefühl bis jetzt. Ich muss ein bisschen gucken. Und die Lage abchecken, ehrlich. Bin auch echt gespannt, muss ich sagen, ne? Okay, dann kann sich die erste von Rex einmal vorstellen, bitte. Hi, mein Name ist Juli. Ich bin 20 Jahre alt und ich freue mich erstmal heute hier zu sein. Ich fange einfach direkt mal an. Ich habe damals mit 10 Jahren angefangen zu boxen. Bin damals durch eine Freundin ins Training gekommen und habe auch relativ schnell gemerkt, dass es mir Spaß macht. Auch Talent hatte. Ich hatte auch dann relativ schnell meinen ersten Amateurboxkampf. Tatsächlich auch hier in Frankfurt. Ganz witzig, seitdem war ich nicht mal hier. Genau. Und dann habe ich insgesamt jetzt 23 Amateurkämpfe gemacht. 19 davon gewonnen, 3 verloren, einer war unentschieden. Genau, ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht und war währenddessen auch jetzt 1,5 Jahre circa in der Nationalmannschaft, also in Deutschland. Und habe vor knapp 3 Monaten mein Profidebüt unterschrieben. Also einen offiziellen Profiboxkampf hatte ich noch nicht. Aber der soll so nächstes Jahr im März oder April stattfinden. Interessant. Ist sie dann praktisch ein Profi, wenn sie noch kein Profi kommt? Aber hat dann halt unterschrieben, ne? Dann ist man ja eigentlich... Kann aber jeder sagen, ne? Ja, natürlich. Wann hast du den Vertrag unterschrieben? Es war im Juni, das war der 16. Juni, ja genau. Und bei wem? Argon Sports. Okay. Interessant. Okay, dann danke dir erstmal, dann machen wir erstmal mit der nächsten weiter, bitte. Hallo, ich bin die Edda. Ich bin 28 Jahre alt und bin seit 2017 Profiboxerin. Hab davor Thai-Boxen und K1 gekämpft, seitdem ich 12 bin schon tatsächlich, und bin dann 2017 zum Profiboxen rübergewechselt. 2017? Also seit 6 Jahren machst du das Ganze? Genau. Noch. Hab aber nicht durchgehend geboxt, weil ich habe 4 Kinder, hatte also Schwangerschaften dazwischen. Hab dann immer wieder pausiert oder musste pausieren. Ja, meinen letzten Kampf hatte ich jetzt im Juli, am 15. Juli. Wie viele Kämpfe hattest du insgesamt? Im Profiboxen? Ja. 7. 5 gewonnen, 2 unentschieden. 7 Profikämpfe seit 2017? Genau. Ich war aber seit 2017 war ich 2-mal schwanger dazwischen. Heißt 10 Monate schwanger und ich habe in den Schwangerschaften auch immer wirklich 30 bis 40 Kilo zugenommen. Ich musste erst alles wieder abspecken, fit werden und... Wie lange hat das so gedauert? Ja, das war total unterschiedlich. Also
Tochter, bei meiner zweiten Tochter ging es echt innerhalb von 6-7 Monaten. Bei der anderen hat es ein paar Monate länger gedauert. Also es ist je nachdem, wie ich mich fühle. Dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit der nächsten weiter, bitte. Ich bin Emily Weber, 19 Jahre alt und Profiboxerin. Seit wann bist du Profi? Diesen Jahres, März. März diesen Jahres. Wie viele Kämpfe hattest du schon? Profi? Nein. Was würdest du sagen, unterscheidet denn eine Profiboxerin von einer Amateurboxerin? Auf jeden Fall denke ich, Amateurboxer haben so eine andere Intuition eher. Also die fühlen vielleicht eine andere Sache dahinter. Also die machen das, um vielleicht fit zu bleiben, zu halten. Und eine Profiboxerin, das ist ja wirklich der Ziel, die will das. Die will da drinnen stehen, die will sehen, die letzten Monate, dafür habe ich gekämpft und alles. Die will sich zeigen so. Aber ist es nicht so, dass man als Amateur auch Profi werden will? Also bestimmt wollen viele auch. Also wenn man die Intuition dahinter hat als Amateur, dann gibt es ja keinen wirklichen Unterschied. Also klar, man verdient dann Geld dadurch als Profiboxerin. Ja, wenn man das Kämpferherz hat, dann... Was ist denn so der Unterschied zwischen einer Amateurboxrunde und Profiboxrunde? Also es kommt halt immer drauf an. Was meinst du? Ja, der Unterschied zwischen einer Amateurboxrunde oder allgemein die Runden und beim Profikampf. Also Profikampf geht 2 Minuten, Debütkampf eigentlich eher so 4 Runden, aber das wird eigentlich nie eingehalten, das sind immer 6 Runden dann, bis 12. Und Amateur, ja, je nachdem, was für... Aber für den Kämpfer, was ist da der Unterschied zwischen Amateur und Profi? Ich denke, da gibt es keinen Unterschied. Wenn du im Ring stehst, dann weißt du, was dein Ziel ist. Dann weißt du, klar, es steht mehr, also mehr oder weniger mehr auf dem Spiel. Und vom Aufbau des Kampfes bleibt alles gleich? Ja. Interessant, interessant. Dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit der nächsten weiter. Ja, hi, mein Name ist Tessa, ich bin auch 20 Jahre alt und seit diesem Jahres Profiboxerin. Ich habe mein Profidebüt im Januar unterschrieben und hatte meinen ersten Kampf im Mai diesen Jahres. Meinen ersten Kampf hatte ich tatsächlich auch hier in Frankfurt am Main 2015, da war ich aber noch 28 Kilo, also es sind ein paar Gewichtsklassen zuvor. Und nochmal zu der Frage zurück, es gibt da auf jeden Fall Unterschiede. Also bei meinem Debütkampf, also ich hatte nur einen Kampf bis jetzt, waren es 4 Runden und ganz großer Unterschied ist auch, dass die blauen und roten Ecken nicht eingehalten werden müssen. Man muss keinen Kopfschutz tragen und... Nee, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Die Strategie des Kämpfers, ändert sich da was zwischen Amateur und Profi oder gehst du einfach so wie beim Amateurkampf rein und machst dein Ding? Also es gibt da Unterschiede. Also ich finde, das kann man gar nicht so definieren, wie sie das jetzt gerade so definiert hat. Das ist eher so Hobbyboxer oder Wettkampfboxer. Also ich würde das nicht so einordnen. Also wenn du ein Hobbyboxer bist, dann gehst du zum Training, weil du Spaß haben willst. Wenn du Wettkämpfer bist, auch Amateur oder Profi, willst du was erreichen? Also ich hatte ja auch vorher... meine 20 Amateurkämpfe. Okay, dann stell ich die Frage nochmal, weil mich hat, glaube ich, noch keiner verstanden. Ach, sorry. Vom Gameplan, ja, von deiner Strategie des Kampfes zwischen Amateurrunden und Profirunden, hast du da was geändert oder ist das gleich? Meinst du es von der Ausdauer her oder? Scheißegal, von deiner Strategie. Ja, erstmal war das erstmal ein Umstieg von 3 auf 4 Runden und dann muss man auf jeden Fall erstmal in den Kampf reingehen. Sich finden, das mache ich aber so, habe ich so vorher auch sowieso gemacht. Sich finden, gucken, wie der Gegner kommt. Und dann würde ich erstmal nicht direkt meine ganze Ausdauer in die erste Runde packen. In der ersten Runde ist es bei mir erstmal so ein bisschen Spiel und Finden. Und dann in der zweiten Runde gebe ich auf jeden Fall mehr Gas, dritte Runde auch und vierte Runde gebe ich nochmal alles. Und wie war das in deinen Amateurrunden? Eigentlich genauso habe ich es gemacht. Also ich habe meine Strategie nicht wirklich geändert. Nur, dass halt meine Aufregung ein bisschen höher war, weil Profiboxer war für mich dann nochmal so ein Ziel höher. Interesting. Das Ding ist, heute wollen wir auch ein bisschen was sehen. Das ist ja das Ding. Und was würdet ihr denn bis jetzt sagen, wäre es denn für euch bisher nur vom Reden her am wackeligsten? Ich würde sagen, die sind komplett schwarz. Mhm. Weil sie hat ein bisschen, sie wusste nicht richtig genau, was sie sagt. Das Gefühl habe ich auch. Deswegen bin ich noch gespannter, wie das Ganze jetzt so in der Praxis aussieht. Mich würde mal einfach nur mal interessieren, wie sie die Bandagen gebunden haben. Weil bei einigen sieht das so aus, als wenn sie sich das Handgelenk verstaucht haben und dann einfach nur übergewickelt haben. Ja, komm du mal kurz her, bitte. Du bandagierst ja sogar mehr als nee, ich. Nee, sie hat es gut gemacht. Ja, ne, ist gut, finde ja, ich ne? auch. Habe ich von Weitem schon gesehen. Deswegen, jetzt interessiert mich mal die in Blau. Mach mal auf. Ja, keinen großen Unterschied. Doch, du mal, ja. Mach mal auf. Die haben sich alle abgesprochen untereinander. Aber bei dir sehe ich auch, ist okay so, ja. Soll ich auch nach vorne, oder? Ne, alles gut, ich sehe ja schon von hier. Passt soweit alles? Ich würde gerne mal einfach nur mal... Darf ich die erste Aufgabe stellen? Safe.
lockert einfach mal eure, wir wollen das entspannt machen, weißt du? Ich will nicht gleich direkt Schattenboxen machen, sondern ich würde sagen, lockert mal einfach eure Arme und Schultern aus. Okay, ja. Also jeder macht das ganz unterschiedlich, ne? Ganz anders, ja. Ich weiß nicht, was... Haltet mal dabei die Deckung, während ihr euch bewegt. Alle haben irgendwas gemacht, aber... Okay, okay, okay. Okay, wir fangen ja klein an. Bewegt euch, jetzt machen wir so ein paar Jabs immer. Bam, bam. 1, 2, 1, 2. Ja, ein bisschen so, wie ihr wollt. Ob langsam, schnell, explosiv. Ihr müsst ihr überzeugen, wer ist jetzt hier die Profiboxerin? So, die in ganz schwarz, hau mal ein bisschen rein, dann machen wir explosiv. Genau. Okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Explosiv? Ja, zwei explosiv. Ja. Und der explosiv stelle ich mir richtig harte Schläge vor, so eigentlich, aber. Okay. Die verschluckt sie auch gleich vom Jab. Atme mal dabei, an die zweite. Machen wir ein bisschen Dampf jetzt. Papp, papp, papp. Okay. Nee, die in schwarz. Wie war dein Name nochmal? Emily. Emily. Komm, Emily, mach mal geile Jabs jetzt. Pam, pam. Richtig schnell. Also so würdest du dir schon beim Boxsack den Finger brechen. Ne? Ja, das ist so locker. Okay. Interessant. Sehr interessant. Weil ich muss sagen, darf ich mich mal kurz outen hier? Ja. Beim Reingehen hat die große, also die in ganz schwarz, so einen lässigen Eindruck gemacht. So typisch, diese Schulter hängen so ein bisschen so. Da dachte ich so, ah, okay, krass. Aber komplett, das Blatt hat sich kurz für mich komplett gewendet. Mhm. Komplett gewendet? Mhm. Ich muss auch sagen, ich fand die beiden außen gerade vom Ding her am stärksten. Ja, fand ich auch, ohne Spaß. Rechts außen und links außen. Seid ihr Geschwister? Zwillinge. Ja, ich dachte mir gerade die ganze Zeit so, hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Einfach mal komplett geiles Schattenboxing. Ja, würde ich auch schön. Schön Beinarbeit, Head-Movement, mal entspannt, mal explosiv. Und let's go. Okay, das langt. Waren richtig coole Sachen mit dabei, wirklich. Also ich finde, die braune sticht auf jeden Fall schon mal raus. Ja, die ist eine Maschine irgendwie hier. Gott, ein paar Kapseln geschluckt eben gerade irgendwie. Die ist schon richtig. Ich muss sagen, am schwächsten fand ich leider die in schwarz. Ja, die boxt einfach in Zeitlupe, so ohne Spaß. Ehrlich? Ja, vielleicht also, aber dazu muss ich echt noch sagen, ich hatte am rechten Sprunggelenk, klar, es rechtfertigt jetzt nichts, aber vor 1,5 Monaten Riss, Bänderriss. Und ich bin absolut nicht in Form. Ich sag, ein Profiboxer kannst du das Bein abhacken und der macht immer noch einen Jab, da fliegt dir der Kopf. Ja, vielleicht war sie irgendwie auf dem Trip, so wär's hier Profi-Yogerin oder so. Vielleicht. Ich glaube, falsche Abteilung, falsche Wolke. Ich glaube, ehrlich zu sein, dass sie vielleicht gerade damit angefangen hat, weißt du, so auf diese, seit einem Monat hier zum Training oder so. So Haltung und so weiter war irgendwie da, ja, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen hat sie geübt. Ein bisschen was, also hat sie ja drauf, so. Aber so von der Exklusivität her war nichts zu holen, da war ja gar nichts. Wollten wir schon raus, oder wie? Also ich habe da schon meine... Also wir können auf jeden Fall schwarze Safe raus, 100%. Wollt ihr denn nicht noch irgendwas von ihr sehen? Seilspringen. Seilspringen? Seilspringen, ja. Okay. Ja. Muss man das als Boxer können? Ja. Willst du es von allen sehen oder nur von der in Schwarz? Von allen dann, ja. Okay. Also bevor wir einmal starten, wollte ich nur noch mal zu den Ladies einmal sagen, nicht wundern, wir hauen ab und zu mal so den einen oder anderen Satz raus. Soll ja natürlich eine witzige Folge werden so. Und deswegen nicht zu persönlich nehmen oder so. Wir wollen einfach nur Spaß haben und fertig. Genau. Ja, manchmal muss man ja auch ein bisschen sticheln. So, ne? Genau, weil wir wollen natürlich euch aus der Reserve locken. Das ist heute unsere Mission. Aber was man schon mal sagen muss, auch riesen Respekt überhaupt, dass ihr euch überhaupt traut, so was vorzuführen. Das ist ja auch ein Ding, weißt du? Ja. Gerade auch, wenn man nicht so viel mit Boxen zu tun hat, ne? Muss man ja auch mal sagen. Willst du sagen, dass da jemand nicht so viel mit... Er hat sogar so auf links aufs Lager angelehnt. So. Sorry.
Du darfst nicht vergessen, sie ist auch müde, ne? Hat sie eben gesagt. Und das stimmt, das ist ja natürlich auch. Ja. Hungrig? Ja. Okay. Ein paar Kohlenhydrate. Eigentlich, wenn man hungrig ist, hat man noch mehr Power. Ja, sie hat das schon ein, zwei Mal gemacht, ne? Schon mal, das ist gut. Oha, das, ja. Mach mal rückwärts, geht auch rückwärts. Scheiße. Ja, aber gut, Bombe. Also ich habe genug gesehen. Stark. Also ja, ein, zwei Mal war sie schon im Training, würde ich sagen. Ja. Ja, okay, erstmal lass ich anfangen. Ja. Ja, da erkennt man auch, dass dann doch so ein bisschen sie eher der lockerer, Profi. Sie macht's lockerer, ja. Sie macht's. Sie weiß schon, wie sie das macht. Ja. Das sieht schon professionell aus. Richtig geil, wirklich. Top. Langt, langt. Wir brauchen dich noch. Aber wir springen ganz normal immer rein vor die Boxen. Ja, nicht schlecht. War aber auch gut, ne? Ja. Das ist das, was wir beim Aufwärmen machen. Das so, ich finde so, sie sagte ja Thai-Boxen und so, ne? Ja, ja. Da sieht man so. Auch die Füße. Mhm. Geht auch über Kreuz noch so auf nebenbei? Gar, kann ich gar nicht so. Lege mich lang, sag ich ganz ehrlich. Habe ich aber auch noch nie geübt, oder? Also. Ja, solange du einen. Stark. Stark, stark, stark. Das Ding ist, also. Ja, Nathan jetzt, ne? Oder was? Stimmt, Nathan. Ja, doch, das muss mit rein. Ich bin da raus. Ey, doch, ich kann das nicht. Ey, ich bin da raus. Ich bin kein Profi. Schade. Aber Sparring später schon. Ja, alles gut, alles gut. Okay, also ich glaube, wir sind uns einig, dass die Schwarze raus muss, aber sie hat sich ja jetzt die ganze Zeit auch die Bandagen gewickelt, deswegen würde ich schon mal gerne noch irgendwas sehen wollen, so in die Richtung, weißt du? Jetzt haben wir mehr Aufwärmen und so gemacht, aber so Boxsack würde ich auch mal gerne von ihr sehen. Oder wollen wir es von allen direkt machen und dann erst rausworten? Das ist so für die nächste Challenge schon, oder? Würdest du sie vorher rausworten wollen? Ja, jetzt schon einen rausworten, oder? Ich denke mir so, die Arme, die hat die ganze Zeit diese Bandage. So meinst du? Muss sich gelohnt haben, sagst du, ne? Ja, so. Ich will sich ein bisschen noch beweisen. Kann man machen. Ja. Warum nicht? Wollen wir Pratzen machen? Ja, ja, ich kann halten, wenn ihr wollt. Genie kann halten. Ja, dann machen wir das doch. Erste Challenge, Pratzen. Dann starten wir, würde ich sagen, oder? Erste Challenge. Genie macht die Pratzen. Fangen mit dir an und gehen dann der Reihe einfach durch, würde ich sagen. Okay, dann let's go. Nochmal eins, eins, zwei. Siehst du? 1, 1, 2. Mach mal 1, 1, 2. Also 1, 1, 2. 1. 1. 2. Also das ist 1 und das ist 2. 1, 2. 1. 1. 1. 1, 2. 1. 1, 2. Jetzt mach mal einen Haken. Noch einen Haken. Nochmal. Nochmal. Und jetzt einen Haken. Und dann schickst du nochmal deine Schlaghand mit rein, okay? Nicht schlimm. Wie lang, oder? Okay, ich glaube, ja. Sehr gut. Dankeschön. Wie fandest du die erste? Bei der ersten war das so, man sieht auf jeden Fall, dass das keine Profiboxerin ist. Sie hat auf jeden Fall auch keine Amateurkämpferin, glaube ich. Sie hat aber auf jeden Fall ein paar Trainingseinheiten mitgemacht. Ja, safe. Denke ich auch. So ein, zwei Trainingseinheiten waren schon da. So. Ja, vielleicht auch vier, fünf. Aber also man merkt schon, die hat sich damit auseinandergesetzt. Ja, ja. Aber ja. Eins. Eins. Schon besser, ne? Eins, zwei. Oh, das war Power. Zwei. Zwei. Und jetzt mach du mal einen Haken.
Okay, Maschine, okay, ey. Okay. Jetzt mach 1, 2, 3. Pa, pa, pa. Eins. Eins, zwei. Ja. Ja. Eins. Kannst du so einen Haken geben? Ja. Nochmal. Eins. Eins, eins. Eins, eins, zwei. Okay, ja, ich glaube, es lang. Sehr stark. Also das ist auf jeden Fall eine Mom, die darf man nicht im Dunkeln begegnen. Also das war immer gefährlich. Ja. Das sah schon deutlich besser aus. Was sagst du, Chenille? Also doch, die hat es auf jeden Fall drauf. Also sie hat nicht ein, zwei Trainingseinheiten mitgemacht, sondern bestimmt ein paar Jahre lang auf jeden Fall. Eins. Eins. Eins, zwei. Eins. Und jetzt eins und einen Haken, okay? Sorry, mein Fehler. Eins und einen Haken. Eins. Eins. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Pa, pa, pa. Eins, zwei, drei. Eins. Eins. Zwei. Voller Wucht. Zwei. Maschine. Okay. Da ist wieder Power hinter. Stark. Was sagst du, Uwe, jetzt? So im direkten Vergleich? Ja, blau und. Sehr, also blau und so ein bisschen anderer Stil auch so. Die in grün ist ein bisschen. Wie soll ich das erklären? Also von der Bewegung her ein bisschen noch so smarter irgendwie. Also anders auf jeden Fall. Die eine in blau ist so ein bisschen brutaler. Pam, bum, bang. Ja. Und sie ist noch ein bisschen so. Aber ich glaube, sie ist noch nicht ganz reingekommen. Also hätten wir jetzt ein bisschen länger, dann wäre sie ein bisschen mehr drin. Sie hat auch noch nicht so viel Zeit, muss man sagen so. Mhm. Ich würde sagen, die ist boxerisch, technisch so ein bisschen besser vielleicht. Was sagst du, Chenille? Das ist so eine, die tastet sich an und das ist eine Draufgängerin. Die geht, ich gehe direkt drauf. Ja, genau. Ja. Okay, genau dasselbe wie bei den anderen, okay? Eins. Achso, bei dir ist es schlimm. Eins. Eins. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins und einen Haken, okay? Zwei. Voller Wucht. Zwei. Zwei. Ein, zwei. Gehen wir so auf sie zu, dass sie mal ausweichen muss. So, mach mal so ein. Okay. Genau. Eins und dann ausweichen, okay? Ja. Nochmal. Ah ja. Eins. Ein, zwei. Vielleicht nach dem Ausweichen direkt eine Kombo hinterher. Okay. Eins, zwei, duf. Genau. Duf, duf. Eins, zwei, zwei, eins, okay? Ja, genau. Okay, nicht schlimm, nicht schlimm. Ja, das langt erstmal. Okay. Danke. Also, man hat so Kraftunterschiede gemerkt und gehört, aber dafür hast du gesehen, bei der einen war es wiederum ein bisschen schneller, präziser. Mhm. Welche fandet ihr am besten von denen? Ich glaube, zwei hat mir am besten gefallen, um ehrlich zu sein. Zwei? Mhm. Ich fand vier am besten. Dann würde ich sagen, können wir die ersten schon mal rausvoten. Also bis jetzt am schwächsten von allen, das ist, glaube ich, relativ eindeutig, war unsere Madame in Schwarz. Mhm. Ja, sie muss eigentlich, oder? Ja. Voten wir raus? Ja. Okay. Hast dir Mühe gegeben, aber du müsstest einmal bitte raus. So, da waren es nur noch drei. Wollen wir schon Sparring sehen? Mm. Oder machen wir Boxsäcke voll? Erstmal schön Sandsack, ne? Aber ich würde auch echt gern sehen, wie die so ein Sparring untereinander machen. Ne? Ja doch, das soll auch rankommen. Okay, dann machen wir erstmal Sandsäcke und dann... Genau, aber erstmal habe ich noch eine Frage. Mhm. Zum Beispiel in der Mitte, du hast ja gerade das Mikrofon. Wer ist denn dein Lieblingsboxer oder Lieblingsboxerin? Also Lieblingsboxerin könnte ich jetzt tatsächlich so nicht sagen. Ich mag Katie Taylor sehr gerne, weil die auch aggressiv gerne reingeht, aber ansonsten schon so wirklich dieses klischeehafte Muhammad Ali, wie er tänzelt und das halt, ne? Also man guckt sich natürlich gewisse Kämpfe gerne an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich habe jetzt ein Idol und ja. Also Frauenboxen gucke ich tatsächlich gar nicht und ich bin auch mehr so dieses klischeehafte
Moin mit Ali mag ich sehr gerne. Gerade auch wegen dem Jab, also das haben wir ja viel oft auch von ihm gelernt. Bei uns im Training wird früher einfach immer viel zu ihm aufgesehen. Also Canelo Alvarez hat mein Herz. Also nicht so dieses Klischeehafte, aber ich liebe seinen Stil. Also ich habe einen ganz anderen Stil als ihr, also würde ich nicht sagen, er ist mein Vorbild. Aber ich liebe ihn einfach, seine Technik, seine Kampfart, wie er reingeht, feiere ich einfach. Ihr müsst halt wissen, also ja. Profiboxer ja. oder Boxerin kann jeder werden. Wenn du einmal links-rechts geschlagen hast, kannst du tatsächlich eine Profilizenz haben und du kannst einen Profiboxkampf machen. Wie du am Ende bist, ob gut oder schlecht, das ist deine Sache, das ist was anderes. Aber letztendlich kann jeder Profiboxer werden. Mhm. Ne? Und deswegen ist es schon wichtig, ich sag auch, die sind total fit, die Mädels. Wie gesagt, ne, ich habe 4 Schwangerschaften zwischen meiner ganzen Kampfsportlaufbahn. Mein jüngster Sohn ist 1 Jahr alt erst. Also ich bin nicht in Topform oder gerade irgendwie top im Training, dass ich sagen kann, ich rufe jetzt hier meine Höchstleistung ab. Boah, ne? Aber ich finde diese Ansprache gerade macht das, sie irgendwie authentisch so, weißt ja, du? Also so ein bisschen auch so also dieses Rechtfertigen dafür, dass ich... Ja, ja. Erklär doch mal, wie werde ich denn jetzt Profiboxer oder Boxerin? Erklär mal, wie läuft das so ab? Wenn du jetzt sagst, ich möchte einen Profiboxkampf machen. Erstmal ist wichtig, was willst du damit erreichen? Willst du jetzt wirklich dich hochboxen und gut sein und unbesiegt bleiben im besten Fall? Oder möchtest du, das nennt man bei uns im Profiboxen, so Fallobst sein, verdienst deine paar Kröten? Ja, und so läuft das leider Gottes im Profiboxen ab. Also man wird bei Boxrec gerankt. Die wirklich was erreichen möchten, wollen halt gucken, dass die Top 1 werden. Und, aber wie werde ich denn Profiboxer? Zum Beispiel, ich bin jetzt, ich bin auch tatsächlich auch Managerin. Also du kommst zu mir, sagst, ich möchte einen Profiboxkampf machen. Dann gucke ich, auf welchem Event, auf welcher Fightcard Platz ist, wo das am besten reinpasst. Und dann sagst du mir, möchtest du wirklich was erreichen? Weil dementsprechend sucht man halt die Gegner. Also die Gegner zum Beispiel in dem Fall würde ich dann für dich suchen, einen passenden Gegner. Der wird dann auch bezahlt. Entweder von dir oder du hast Sponsoren, die das zahlen. Also es ist nicht so, dass man Profiboxen macht und man verdient Geld und wird reich. Ne? Man muss sich erst hochboxen, bei Boxrec gut gelistet sein, um dass andere Manager, Promoter auf dich aufmerksam werden und sagen, ey, willst du gegen meine boxen? Wir bieten dir so und so viel Geld. Ne? Also das ist nicht so, man ist Profiboxer, man verdient damit Geld und lebt damit. Ne? Und dann macht man halt die Standardsachen, dann kriegst du halt eine Lizenz, du zahlst nur Startgebühr und dann werden Untersuchungen, Arzt-Check-up, wird gemacht und dann kannst du eigentlich loslegen. Das kann jeder wirklich machen. Wie viele Boxer hast du in deiner Agentur? Also wie viele Boxer managst du? Ich habe auch ein Boxstudio und also jetzt aus meinem Boxstudio bin mein Mann und ich der Einzige, die Profiboxen momentan machen. Wann hast du deinen letzten Profikampf? Juli, am 15. Juli in Magdeburg auf der SRS-Boxveranstaltung. Denkst, mir wird hier irgendwie zu viel geredet. Ich will was sehen. Weißt du, man reden kann jeder viel, aber... Wie lange geht so eine Vorbereitung auf so einen Boxkampf? Es kommt ganz drauf an. Also das muss... Also beim letzten Mal? Ja, so acht Wochen. 8 Wochen schon. Es kommt drauf an, wie viele Runden man auch boxt. Ne? Also ob 4, 6, 8, 10, 12. Aber so 8 Wochen im Durchschnitt, ja. Das Ding ist, hier wurde gerade schon so ein bisschen gestichelt. Ja. Weißt du, deswegen will ich jetzt unbedingt... Würde ich gerne direkt einen Sparring sehen, ne? Gegen wen denn? Also wer soll denn... Ich fand gerade hier wurde so zwischen den beiden so ein bisschen gestichelt. Liebes Mädel. Was? Hab sie lieb gewonnen in den letzten Stunden. Okay, aber du würdest schon sagen, dass du deutlich besser bist, weil du der Profi bist. Was heißt deutlich besser? Also sie hat einen anderen Stil, ich habe einen anderen Stil, definitiv. Ich kann aber wirklich ganz sicher sagen, ich bin gerade wirklich nicht fit. Ich war auch nach den Übungen gerade schon platt, ja. Deswegen würde ich jetzt... Da gehen die Ausreden schon los, bevor es überhaupt... Ja, lieben wir nicht so. Ich sag nur... Aber ich bin generell kein Typ, der sich hinstellt und sagt, ich bin besser als du oder ich bin auch keine Showmakerin. Gar nicht. Passt nicht in die Profi-Karriere rein. Da ist man ein bisschen passt nicht, ne? Nein. Eigentlich gehört es doch zum Marketing dazu, so, ja. Oder? Kannst du ihr mal das Mikro geben? Würdest du behaupten, dass du besser bist als die Madame? Ich würde sagen, ich will immer die Beste sein. Dann zeige ich das auch im Ring. Und am Ende sehen wir das ja dann, wer die Beste ist. Ne? Das wollte ich hören! So was will ich hören! Authentisch auf jeden Fall. Okay, was sagt die Schwester? Mal einmal weitergeben. Ich schließe mich da ganz ihrer Meinung an. Immer im Ring gehen, immer der Meinung sein, man ist der Beste im Ring. Einfach zeigen und Spaß haben. Das sind Worte, sowas will ich hören. Was sagt die jetzt in der Mitte nochmal? Was war da jetzt? Also wenn ich kämpfe und mich vorbereite und in den Ring steige, weil ich kämpfe wirklich, dann gehe ich natürlich mit dieser mentalen Einstellung rein. Ja. Wir machen ja jetzt Sparring. Lauf easy so, bisschen Patsch-Peach. Ja, okay, kein Problem. Ich gehöre ja dazu. Also ich würde sagen, das ist gerade der wichtigste Kampf hier. Okay, dann würde ich sagen, Mitte gegen rechts. Seid ihr einverstanden? Ja, ich bin einverstanden. Ja. Ja. Wollen wir kurz den Profi-Vertrag machen? Ja.
Man muss auch sagen, diesmal ne, wird es ja auch mit Mundschutz ablaufen. Das heißt, ja, wir haben komplettes Sparring. Mit nicht hier nur Gesicht. Körper und solche Geschichten, genau, sondern heute komplett. Ich bin sehr gehypt. Da wird doch gar nicht erst angefangen mit Jab hier, da, Körper so, sondern... Machst du den Referee oder was? Ich mach mal den Referee, genau. Okay, Juli einmal kommen. Edda. So, wir machen natürlich hier ganz easy. Alles ganz entspannt, wie beim Training. Und ich würde sagen, let's go. Ich mache die Runde auf 2 Minuten. Kennt ihr jeder? Ne? Ihr seid ja fit. Okay, dann ab in die Ecke, shake hands. Okay. Und es geht los. Oha, da wird direkt in die Luft geschwungen wie eine Rakete hier. Zack. Ah, Jab zum Bauch. Ja, oha. Aber schön locker und kontrolliert, muss man sagen. Oh, da geht's schon. Also ihr könnt ruhig locker machen, ne? Aber macht wie ihr möchtet. Aber wenn ihr Spaß habt, macht so wie ihr wollt. Das sind halt die Ladies, ne? Da gibt es nicht hier, wie bei den Männern hier kurz mal. Ja, hier wird sie noch angetastet. Erstmal gucken. Ja, oha, oha, okay. Ja, oh. Also die Frauen schenken sich hier nichts, muss ich sagen. Wer ist für dich bis jetzt stärker, Chili? Wer ist für dich bis jetzt stärker? Na, das siehst du doch. Ah, Juli, bist du dann provozieren? Ja, sehr gut. Oha, Abercut zum Bauch wäre es gewesen, ja. Hat Bock auf Jab zum Bauch und Haken, das ist so ihr Ding. Dann abtauchen und rein. Oh, das war aber ein ganz routinierter Jab, der aus Versehen aber rauskam, muss ich sagen. Ja, ja. Okay, 5 Sekunden habt ihr noch. Macht, was ihr wollt. Okay, Zeit. Einmal. Applaus für die Ladies. Also, ein paar Treffer waren auf jeden Fall da, würde ich sagen. Ja, das sind halt Mädels, ne? Wenn da einmal, muss man sagen, ne? Ihr seid ja so, ne? Da gibt es keine halben Sachen. Was sagt ihr denn? Das Ran-Abtasten ging gar nicht so lange. Da war irgendwie direkt schon direkt so ein bisschen. Feuer. Deswegen muss ich auch einmal sagen, macht auch gerne ruhig entspannt. Aber manchmal ist es ja so, wenn das dann passt es halt. Und also beide haben sich echt nichts geschenkt. Wirklich sehr stark. Was sagst du denn? Für die erste Runde kann man schon machen. War schon gut was drin, ja, ne? Also fürs kurz mal eben so zeigen, hat man schon sehr viel gesehen. Also sie ist eher so die beweglichere und sie geht dann... Sie geht in die Vollen. Ja, die genau, so, richtig. Ja. Wer ist denn für euch raus von den beiden? Soll ich das... Fragst du mich gerade? Also beide wirklich Top-Kämpfer, Top-Sportler, aber die gute Edda ist für mich raus, weil ich bei Juli so ein paar Sachen gesehen habe, wo ich sage so, okay. Man sieht bei ihr einfach mehr Vorbereitung, auch in der letzten Zeit. Bei ihr nicht so. Genau. Genau, in der letzten Zeit kam das dann nochmal so ein bisschen, da war schon so, okay, ich mach das hier noch zu Ende. Und da fing es bei ihr gefühlt erst an, so, ja, genau. Es wäre auch krass, wenn sie jetzt die Profi-Boxerin ist und sie nicht, dann ist sie, also... Dann ist heftig. Dann ist schon heftig. Ist schon crazy. Nein, aber was sagst du denn dazu? Gefühl sagen, also ihr habt schon richtig gesehen, genau, ich bin nicht in Vorbereitung, ich bin auch nicht fit. Und ohne, dass es eine Ausrede oder sonst was ist, eigentlich, ich nehme momentan Antibiotika, habe eine Zahnentzündung, darf auch eigentlich keine Schläge zum Gesicht kriegen, aber ich habe es jetzt einfach gemacht, ist egal. Aber ist richtig, ich bin momentan überhaupt nicht. Darfst du auch erstmal Applaus, ne? Also ich bin gerade auch wirklich nicht in Vorbereitung oder sonst irgendetwas. Da liegt ihr schon richtig und das ist dann auch ein richtiger Unterschied. Das merkt man, ob man im Training ist oder nicht. Okay, aber ja, weiß ich, also Amateur in Vorbereitung sollte doch trotzdem eigentlich schwächer sein als ein Profi in Nichtvorbereitung, oder? Also jetzt für mein Verständnis. Ja, das ist so das Konditionelle so, ja, aber ich finde trotzdem, man sieht schon vom Movement her, ja, genau, von der Lässigkeit, von der Anspannung her, okay, wer ist da schon der Erfahrenere? Wie oft trainierst du die Woche? Ich trainiere 5-mal die Woche und also immer einmal am Tag, manchmal auch 2-mal am Tag und am Wochenende Samstag, Sonntag Ruhe und sonntags ab und zu joggen. Was sagst du zu ihrer Rechtfertigung, dass sie jetzt gerade nicht im
im Training ist und deswegen deutlich schwächer? Ja, kann ich ja sagen, der kann halt Ausdauer atmen. Okay, ja gut. Top gemacht, hätte ich nicht gedacht, dass das schon... Dass es so zur Sache geht, ne? Genau, ja. Also ihr habt mich positiv überrascht, ohne Witz. Also bei den Männern, muss ich mal ganz kurz sagen, da hat das wesentlich länger gedauert, bis da mal was rumkam und so, obwohl die nur Körpersparring gemacht haben. Ja, immer große Fresse und nichts dahinter, ne? Du. Ja, genau, erzähl mal. Ich muss auch sagen, Frauen haben echt mehr Disziplin als Männer. Ja, also Frauen sind ja so, also ich spreche mal jetzt aus meiner eigenen Erfahrung. Ich jetzt nicht warte. Also, das ist jetzt schon ein bisschen... Ne, Frauen, muss ich sagen, sind... technisch, glaube ich, sehr arrangiert, es so gut wie möglich zu lösen, also von der Sauberkeit her. Die meisten Frauen sind alle wesentlich ordentlicher als wir Männer, meiner Meinung nach. Und ich glaube, Frauen können schon gewisse Sachen vielleicht besser beim Boxen als wir Männer. So. Und andersrum aber genauso. Also Vor- und Nachteile wie bei jedem Kram. Okay. Ja, sehr cool. Nee, vielen Dank dafür, für die schöne Runde hier gerade. Yes, dann treffen wir erstmal unsere Entscheidung, würde ich sagen. Ja. Und dann geht's ins Nächste. Okay. Alright. So, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Mhm. Ich würde sagen, es war relativ eindeutig. Mhm. Was war denn für dich relativ eindeutig? Erzähl mal. Ja, für mich hat sie einfach den ich habe nicht geboxt. Das ist die andere. Oh mein Gott. Verwechseln die ganze Zeit, ne? Ja, vorhin auch schon. Das hat einfach deutlich erfahrener gewirkt. Sie hat auch mehr Treffer gelandet. Mhm. So. Bei ihr hatte ich erst das Gefühl, dass sie vielleicht so ein bisschen lockerer machen will, so auf lockere Sparring so. Aber sie hat es direkt komplett ernst genommen und sie hat auch für mich einfach den professionelleren Eindruck gemacht. So. Also das ist mehr so dieses, ich bin die Beste und ich hau einfach voll drauf und zeige, was ich kann. So. Ja, wie gesagt, sie hat auf jeden Fall mehr Vorbereitung. Sieht für mich eher so aus, als ob sie die, also jetzt von den beiden aus jetzt her gesehen, sie die Profi-Boxerin ist. So die routiniertere auch, ne? Ja. So aus dem Stehgreif kurz mal. Genau. Ja. Was sagst du, Nathan? Ja, ich kann dem nur zustimmen. Also Juli war echt stark. Hat mir gut gefallen, wie die gekämpft hat. Darf ich mal kurz fragen, was wiegt ihr gewichtstechnisch so? Momentan wiege ich genau so 57, also im Federgewicht. Ist aber nicht das Gewicht, wo ich bleiben möchte. Also schon ins Bantam-Gewicht. Also jetzt gerade wiege ich so 60, aber ich boxe auch im Federgewicht 57. Was ich nochmal hinzufügen möchte, ich glaube, das wird so ein bisschen zwar nicht unbedingt mit bedacht, aber es ist echt nochmal ein Unterschied. Wenn man 4 Schwangerschaften hinter sich hat, ich glaube, du hast auch eine Frau und Kinder. Das glaube ich, deswegen wollte ich gerade auch sagen, das kann ich voll nachvollziehen. Und das macht sehr viel mit dem Körper, mit der Psyche, sich überhaupt wieder aufzubauen, überhaupt wieder fit zu werden. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied, wenn man, und das persönlich zu einem jungen Hüpfer, die vielleicht sowas gar nicht hinter sich haben. Ne? Also ich bin nicht fit, ich bin nicht hier in meiner Topform, ne? Das will ich nur einfach nochmal hinzufügen. Aber deswegen muss ich sagen, du hast dich als Mom richtig gut geschlagen und deswegen würde ich dich wirklich nicht im Dunkeln begegnen. Also du bist eine starke, sehr, sehr starke Frau, ohne Witz. Richtig 100%. Gut. Aber wir müssen ja trotzdem heute anhand der Leistung bewerten und für uns war jetzt die Leistung von ihr stärker, deswegen müssen wir dich leider rausvoten. Oder? Sind wir uns einig? Ja. Ja? Ja? Mhm. Okay. Hast du sehr gut gemacht, aber du müsstest einmal bitte raus. Spannendes Finale. Sehr spannend. Das erste Mal Zwillinge im Finale. Jetzt hauen sich die Geschwister auf die Schnauze, oder was? Nein, ja, Spaß. Wenn sich dazu bereit erklären. Ich würde gerne mal fragen, wer ist denn von euch die Ältere? Ja, ich bin die 2 Minuten Ältere. Du bist die Ältere? Ja. Also du hast dich zuerst durchgeboxt, oder was? Ja, mit Kaiserschnitt. Bin zuerst rausgekommen. Ach so, Kaiserschnitt. Okay, ja, verstehe. Okay, ja, dann lass uns mal Sandsack machen. Ja. Ich würde sagen auch, sie macht es vor sozusagen. Ja. So ein bisschen Tempo locker, Wurf, schnelle Kombos und dann müssen sie dir sozusagen, es sogar eigentlich noch besser machen. Das ist geil, das ist sehr, sehr geil. Ja, das machen wir so. Du bist hier vorne. So, das heißt, du gibst jetzt die Kombination vor, oder wie? Ja, so, die machen das. Kombination ist ja schwierig, sie muss ja gleich man kennt sie ja aus den Social Media, wie sie das so macht. Ja, vielleicht erstmal für die Leute, die sie noch gar nicht kennen. Ja, weißt stell du? Mal vor hier. Stell dich erstmal vor, Credits würde ich sagen. Hier mal, wer bist du, wo kommst du her? Nein. Ich muss kurz einmal testen. Okay, warte. Warte, ich sehe Okay.
Okay. Stark. Dann würde ich sagen, gibst du jetzt ein paar Kombinationen vor und die machen das Ganze nach, oder? Nee, ich würde jetzt sagen, auch jeder mal Freestyle. Okay. Okay, okay. So seine Lieblingsmove, seine Signature-Schläge, weißt du so? Ja. Mach erstmal so Power-Körperhaken, mach ein bisschen, knall mal rein da. Ja, okay, mir Stark. Langt das. Next one. Let's go. Mach mal wieder die zu Anfang. So, papa, papa, was du da gemacht hast. Ja, genau sowas, ja. Das ist interessant, sie hat immer ihren kleinen Jab immer noch am Start. Mehrere gerade und dann zum Schluss einen Haken noch dazu. Stark. Ja. Okay. Wer war für euch denn bisher stärker von den beiden jetzt beim Sandsack? Auf jeden Fall die gute Juli, ne? Juli, ja. Juli. Ja? Da war mehr so Explosivität drin, ja. Mehr Variation auch. Und auch eindeutig für mich von den beiden, die erfahren also. Echt? So. Ich hab. Ja? Sag mal, ich erzähl fand, mal. Sie hat irgendwie ihre Schläge viel fester abgeliefert. Ja? Also sie hat mehrere auch hintereinander. Aber ich finde, bei ihr hat sich der Boxsack viel mehr bewegt. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Schieben lag, aber sie hat auf jeden Fall dann mehr Power gegeben und sie mehr Schläge. Das heißt, das Finale wird doch noch spannend, oder wie? Ja. Yes. Würdest du denn behaupten, dass du die Stärkere bist von euch beiden? Jetzt so im Sparring gleich? Ja, also ich bin ganz klar davon überzeugt, dass sie auch eine gute Boxerin ist. Wir haben ja zusammen angefangen und ich glaube auch noch, dass sie Profiboxerin wird. Ganz fest davon überzeugt, aber... Was sagst du dazu? Ich denke mal, wir geben trotzdem beide alles. Ja, ich sehe das genauso. Ich denke mal auch, dass sie irgendwann noch Profiboxerin wird. aber vorab, wir beide machen kein Sparring zusammen. Also wir wurden damals auch die Klitschko-Zwillinge genannt. Klitschko-Zwillinge, sorry, kann ich reden. Und die haben sich ja auch damals versprochen, nicht gegeneinander zu machen. Und das haben wir damals auch schon gemacht. Das war eigentlich ein Versprechen unserer Mutter, von unserer Mutter. Ah, das heißt, ihr macht kein Sparring gegeneinander? Eigentlich nicht, nein. Was heißt eigentlich? Das heißt heute doch, nee, oder heute wie? Auch nicht. Boah, das macht das Ganze natürlich sehr schwer jetzt. Also gerne nochmal pratzen oder sowas, aber zusammen wachsen tun wir tatsächlich nie. Okay, das macht das Ganze aber umso spannender. Das heißt, wir müssen noch kreativer ja. sein. Und Schulterknie auch nicht? Das können wir machen. Du meinst einfach so mit der Hand ein bisschen Ja, genau, so richtig. Also nicht ins Gesicht, ja, auch nicht ja. im Bauch, einfach nur Schulterknie. Das ist ja ein bisschen Training zusammen, das ist kein Problem. Ja, okay. Okay, ja. okay, dann machen wir das. So, wir machen jetzt so ein kleines Tickenspiel. Tessa versus Juli, einmal herkommen. So, ihr kennt euch ja. Ja, ich würde sagen, geht in eure Ecken. Wir machen wieder einen Timer von 2 Minuten und let's go. Passt auf eure Nägel auf, ne? Immer. Ja, schon 2 Treffer von Juli. Da kam jetzt einer hinterher von Tessa hier. Ah ja. Wow. Juli ist sehr agil und beweglich unterwegs. Oh, kurz mal die Aussage wechseln auf nebenbei. Aha. Ja. Oh, schön zum Knie. Ja, man merkt, Juli ist so ein bisschen die, ja, mehr die Aktion hier macht.
Ja. Okay, ihr habt noch eine knackige Minute. Ah, Juli ist schon wieder am Provozieren, ja. Oh, schön. Okay, 40 Sekunden habt ihr noch. Ah, noch wieder ein bisschen. Aha. Ja, 30 Sekunden. Oh, schön. Schöne Aktion, wie man hier sieht. Auch zum Knie von Juli, muss ich sagen. Die variiert das Ganze sehr, sehr gut. Also ist nicht so eintönig unterwegs. Sie zeigt hier gut Kreativität, muss ich sagen. Ja, schön. Okay, 10 Sekunden habt ihr noch. Oha, was ist da los jetzt, Juli? Da lässt du aber nach jetzt. Ja. Okay, und Zeit. Starke Ladies auf jeden Fall. Ich muss sagen, ehrlich, Respekt sehr stark von beiden. Ne? Ja. Ja. Auch wenn das so Ticken, ein Tickspiel war. Ja. Bei denen war schon mehr als Ticken. Ja, das war schon mehr. Ich möchte gerne einmal, dürft ihr noch mal eine Pratze in die Hand nehmen? Ja, klar. Ich will selber mal was spüren. Ich habe mir jetzt mal hier die Pratzen angezogen. Ich möchte einmal mal so von den Schlägen so ein bisschen mal spüren. Vom Aussehen sieht alles gut aus so, aber noch mal ein bisschen versuchen, tiefer in die Materie reinzugehen. Ich will einfach nur mal den Jab sehen. Ganz entspannt, aber explosiv, schön sauber. Okay. Nochmal doppelt. Jetzt nur ein. Hintere einmal. Jetzt beide. Jetzt Jab haken. Mhm. Nochmal. Okay. Jetzt haben wir Tessa, die 2 Minuten jünger ist. Mal schauen, was da so los ist. Okay, einfach nur mal so Jab fürs Feeling. Ah, okay, interessant. Mhm. Doppel. Hintere. Aha. Ich glaube, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Boah, sie macht mir das echt nicht leicht, ne? Sorry. Allein schon die Haken sind stärker und viele Leute, die schon ins Profiboxen gehen oder auch. Sie ist ja Linkshänderin, sie ist ja Rechtsauslage. Und viele von denen laufen trotzdem in die Schlaghand rein. Und ihr Trainer hat bestimmt gesagt, allein schon weil das jetzt in die höhere, also weil sie jetzt Profiboxen macht, dass sie auf jeden Fall niemals in die Schlaghand reinlaufen darf. Und das macht sie die ganze Zeit nicht. Also das ist gut. Und die Schläge sind einfach viel stabiler. Gezielter auch beim Haken. Was nur bei ihr mehr ist, ist die Kondition als bei ihr. Okay, stark.
fand, konditionell ist auch ein bisschen Unterschied da. Ja, was denkst du bei Kondition? Sie. Echt? Ich habe die andere gesagt. Ja, aber sie hat stärkere Schläge gemacht. Sie beide heute. Ich weiß nicht, die Zahl jetzt von der Minutenzahl her, aber sie war ein bisschen am Ende fertig, aber vielleicht habe ich sie da länger rangenommen, ich weiß es nicht. Aber sie ist, bewegt sich ganz anders. Bei ihr ist halt mehr Exklusivität drin. Ja, also. Und das merkst du auch bei den Haken. Sie war viel kontrollierter und gezielter. Mhm. Oh, schwierig, echt. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwer. Ja. Ich war nämlich erst eigentlich bei Juli, aber jetzt, ach, boah, das ist echt schwer. Vielleicht einmal nochmal für eine Minute Schattenboxen einzeln? So nur mit, wegen der Bewegung und so? Also ihr seid beides echt tolle Boxer. Mehr Exklusivität, Bewegung, ja, Agilität. Aber heißt noch lange nichts. Ich weiß, ne? Ich weiß, ja, ja. Kondition, okay, lässt sich jetzt streiten, müsste man zeittechnisch alles abmessen so? Ja. Okay, dann ruht euch einmal kurz aus und dann machen wir gleich mal ein bisschen Schattenboxen, ne? Also ihr müsst jetzt eine Minute lang Schattenboxen machen. Ich habe extra gesagt eine Minute, weil ich will, dass ihr in dieser eine Minute alles gibt, okay? Also von Beinarbeit, Kreativität, bis zu den Schlägen Exklusivität. Hoch. Eine Minute habt ihr Zeit, ich habe hier einen Timer. Okay, und go. Um 22 Sekunden hast du noch. Ja, komm weiter. Und zu Ende. Ja, stark. Power. Kondition zum Ende hin war ein bisschen, ne? Ja, aber mach das mal 30 Sekunden. Ja, mach ja. Ja, nein, mach nicht. Ja. Ich würde sagen, Nahim geht erstmal in die Ringmitte und macht mal 30 Sekunden Schattenboxen. Next round! Auf die Plätze. Wir haben jetzt hier Tessa und go. Und 20 Sekunden hast du noch? Okay, Zeit. Also, ich muss sagen, ich habe mein Ergebnis. Ich halte das hier drinne. Ich habe mein Ergebnis. Okay, okay. Dann würde ich sagen, beraten wir uns einmal und dann treffen wir die Entscheidung, oder? Alles klar. Okay, let's go. Du meinst, du hast ein eindeutiges Ergebnis schon? Ja, für mich irgendwie schon. Bauch, vom Bauchgefühl her und von, soll ich jetzt sagen, wer oder was? Ja. Ja, ich darf jetzt nicht verwechseln. Tessa war die in der dunklen Hose, das war die zweite, ne? Für mich ist das immer noch Juli. Ja. Darf ich sagen, warum? Weil? Bei Tessa war das so, bei den 1 Minuten Schattenboxen irgendwie ein bisschen auch Zeit geschindet so am Ende und hier und da. Und variabel von der Beinarbeit her, da hat im Gegensatz zu Juli, ich fand Juli sehr doch irgendwie exklusiver, kreativer, mehr Beinarbeit, mehr Movement so. Und deswegen sage ich, für mich ist sie das irgendwie. Man muss ja auch sagen, wir fanden sie ja von Anfang an am stärksten. Ja, genau. Ne? Und oftmals ja so erster Eindruck. Ne? Genau, erster Eindruck zählt. Wie ist das bei dir? Ja, auch. Habt ihr direkt schon an den Pratzen halten gemerkt, wer auf jeden Fall... explosiver. Aber du hast gesagt, die Schwarze war, also Tessa war die Kräftige. War sie auch, sie war die Ex von der Ach so, redest Punch du von Power? Der Grauen? Ja, jetzt erzähl du mal, genau. Okay, weil, ja. Ja, also ich finde, Juli hat im Schattenboxen auf jeden Fall mehr Gas gegeben, finde ich. Sie wusste, wie sie sich bewegen sollte. Die andere war eher so, okay, wo soll ich jetzt lang gehen? Ja, genau. Ich bin mir ein bisschen unsicher beim Schattenboxen. Ja, ich weiß, Kraft sagt nicht viel aus. Ja, okay,
dann würde ich auch sagen. Ich will dich nicht beeinflussen. Nein, Kraft sagt ja wirklich nicht viel aus. Sie kann ja auch wirklich dann eine Profiboxerin sein, auch wenn sie nicht viel Kraft hat. Genau. Aber die Technik war auf jeden Fall da. Also ich habe meinen Eindruck, ich bin ja jetzt voll sicher. Voll sicher ja, sogar. Ja, weil wenn die da steht, du merkst richtig wie so ein Feuer, so pff. Deswegen ist eine Sache müssen wir noch bedenken, obwohl, naja, eigentlich hätte sie damit ja auch lügen können, aber sie hat gesagt, sie hatte noch keinen Profikampf, ne? Die Juli, die Graue? Genau. Wer war denn für dich explosiver bei den Pratzen halten? Also bei den Pratzen war Tessa, die in Schwarz, da war mehr, ein bisschen mehr Druck, Dampf ja. So, ja, aber das hat für mich nichts zu sagen. Wie fandest du das denn, Nathan? So? Hey, Bro, ich weiß ehrlich nicht. Der ist halt nur zum Deko da. Ich fand beide voll stark. Ich weiß nicht, wer besser war, ja. Wirklich. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest. Hast du keine Unterschiede gesehen? Nicht doch, so? Also ich habe schon Unterschiede gesehen, aber... Erzähl mal von deinen Unterschieden, die du gesehen hast. Also irgendwie, ich weiß wirklich nicht, ehrlich. Also ich fand beide richtig gut. Ich vergleiche das mal so durch meine MMA-Kämpfe und dann diese Vorbereitung. Da waren Leute, die haben krache Hände gehabt, ne? Wo du denkst, Alter, Halleluja. Aber wenn es dann ums Eingemachte geht, auch im Kampf selbst und so... Dann, also man merkt, nur weil du einen harten Schlag hast, ist das nicht gleich Profi oder besserer Kämpfer. Ich fand Juli am besten, muss ich ehrlich sagen. Also die hellere. Können wir die beiden nochmal kurz reinbitten? Also wir haben jetzt unsere Entscheidung getroffen. Wir sind uns einig, oder? Ja. Ja. Wir sind uns einig. Das heißt, wir denken, dass du die Wahrheit sagst, Juli. Dann machen wir jetzt die Auflösung. Ich bin gespannt. Das habe ich doch gesagt. Krass. Vor 10 Jahren oder so. Wahrscheinlich sowas so noch hier und da. Ich dachte heftig. Jetzt aber. Heftig. Du hast uns einfach hops genommen, aber du warst für uns auf jeden Fall die, von der Performance zumindest, die stärkste heute. Ja, war also für mich wirklich. Technik. Performance, Movement, alles. Also für mich war so, heute warst du für mich die Gewinnerin, sag ich mal so. Was machst du denn wirklich? Ja, also vorab, erstmal, ich bin 19 Jahre alt, nicht 20. Ich wollte ein bisschen, ich dachte, wenn ich schon lüge, dann richtig. Ja, geil. Na, aber es war nur ein Teil gelogen. Also ich war nie in der Nationalmannschaft und ich bin auch kein Profi. Aber ich habe wirklich angefangen mit 10, also angefangen zu boxen und habe jetzt 8 Jahre geboxt. Aber ich bin jetzt über ein halben Jahr nicht mehr im Training gewesen, während Abi. Heftig. Weil ich halt keine Zeit dafür hatte. Aber sie meint doch vorher noch so, sie ist gerade voll in der Vorbereitung und so. Ja, genau. Also ich war, glaube ich, 7 Monate, das ist safe nicht mehr im Training. Und dafür heute die Stärkste, das ist schon... Also ich mache seit ein paar Monaten erst aber, also nee, nicht ein paar Monate, schon länger. Aber ich mache hobbymäßig Kickboxen, also ich habe gar nichts mit Boxen eigentlich zu tun, nur Kickboxen. Und ich bin nicht 19, ich bin 17. Und jetzt seit ein paar Monaten erst im Training? Nein, oder? Schon länger, aber ach so. Ja, ich war wirklich auch wegen Schule richtig lange nicht mehr dort. Also hat man auch gemerkt, mir hat einfach komplett Kraft und Ausdauer gefehlt. Ja, ich bin auch 19 und ich bin auch kein Profi und ich habe auch mal geboxt, aber ich bin tatsächlich seit 3,5 Jahren nicht mehr im Training. Was? Oha, seitdem Alter. Auch gar keinen Sport gemacht. Also ich gehe nicht ins Fitnessstudio, ich mache gar nichts. Also eigentlich bin ich echt eine faule Socke. Heftig. Aber, so gut performt, ne? Richtig geil. Also ich bin echt auch ein bisschen überrascht gewesen, dass ich das geschafft habe. Weil eigentlich, ich laufe Treppen hoch und ich bin außer Atem sonst. Zicker-Ohr. Aber ich habe heute echt gut durchgehalten. Ja. Boah, heftig. Heftig. Ich fand 7 Monate schon krass, aber 3,5 Jahre ist ja... Und dafür, dass du nichts gegessen haben heute? Ja, ich habe noch nichts gegessen. Und du bist die Profiboxerin. Jetzt erzähl mal aus deiner Erfahrung her. Tatsächlich. Ja, ich bin Profiboxerin, also auch aktive. Ja, ich habe meinen letzten Kampf wirklich im Juli gehabt. Ist kein Spaß gewesen. Wie alt warst du nochmal? 28. Mhm. Ja, also ich muss sagen, ihr habt euch halt ein bisschen blenden lassen, wenn ich es mal so sagen darf. Deswegen habe ich auch ein bisschen versucht, das darauf zu beziehen, dass ihr vielleicht ein paar Fragen noch stellt. Das habe ich noch am Ende gesagt. Wo wir sie hat uns sogar noch einen Tipp gegeben am Ende. Und wir haben's. Sie hat mit einem Zaunfall gewunken. Dann hat sie noch 2 andere Fehler dazu geholt, aber die haben wir nicht gecheckt. Aber ja, weil ich bin mir sicher, hättet ihr halt ein paar andere Fragen gestellt. Ohne jetzt zu haten, aber hätten die euch die nicht beantworten können. Ich habe ein bisschen vorhin erzählt auch, dass die ein paar Sachen erzählen können. Bist du noch Profiboxerin oder ich warst du? Ich bin Profiboxerin, ja, immer noch, tatsächlich. Und bin aber gerade wirklich nicht im Training.
Ja, also mein Mann, der ist jetzt gerade zwar gegangen, aber der hat im Januar einen wichtigen Kampf und gerade ist er so wirklich im Fokus und wir haben 4 Kinder. Wenn wir bei den Vorbereitungen wirklich intensiv sind, das funktioniert einfach nicht. Wie viele Amateurkämpfe hast du gemacht? Also ich komme aus dem Thai-Boxen, K1. Ja. Du hast das, glaube ich, ganz am Anfang sogar gesagt. Ja, genau. Man hat den Stil voll beim Springseil gesehen. Also ja. Da habe ich an die 40 Kämpfe, habe auch in der A-Klasse gekämpft, also Profi auch. Und bin dann 2017 gewechselt zum Profiboxen, weil es gibt nicht viele Frauen im Profiboxen. Und da kann man sich gut und schnell... Da ist mal alles leer. Ja, nee, aber man kann sich halt gut und schnell hocharbeiten und dann auch viel mehr erreichen als im Thai-Boxen oder K1. Ne? Aber ich muss dir recht geben, wir haben zu wenig Fragen gestellt. Wir haben uns von den körperlichen ja, muss auch sagen, Aktivitäten... Die Profisportlerfolgen sind ja auch dafür da, dass wir einfach nur Leistung bieten. Weißt du? Also wir wollen ja anhand der Leistung beurteilen. Ja, das Problem ist halt, dadurch, ich glaube, keiner von euch macht aktiv Boxen. Oh, doch, du boxst, ne? Die Sache ist halt, aber das sehen dann halt Profis, ne? Man sieht das halt schon an der Beinarbeit, an dem Boxen an sich. Im Amateurboxen boxt man nur 3 Runden, 2 Minuten. Im Profiboxen gehst du hoch bis zu 12 Runden. Und wenn man so hibbelig die ganze Zeit im Ring, das schafft man gar keinen. Also es sind so... kleine Sachen, die ihr vielleicht einfach nicht gemerkt habt. Aber kann ja sein, ne? Dass sie das so gemacht haben, weil sie uns überzeugen wollten, weil, ja, ich bin der Profi, hier guck, tap, 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 tap. Ja, weil wenn du musst ja auch performen, wenn du zu ruhig bist, weil du die Erfahrung hast, ich verstehe das voll, was du sagst, aber dann kommt für uns zu wenig rüber. Ja, die Sache ist halt, wir haben Sparring gemacht, ich sag mal so, eigentlich war sowieso die Absprache, dass wir ganz locker machen, ist ja ein bisschen ausgeartet, ne? Ist jetzt nicht so schlimm, aber die Sache ist, ich boxe seit so vielen Jahren, ich kann nicht mein... weiß nicht, ich kann es nicht einfach abstellen. Im Profiboxen ist wirklich, du tastest dich erst ran, du guckst, ne? Und das baut sich von Runde zu Runde halt einfach auf, dass es nicht direkt, das schaffst du vielleicht 3 Runden, ja, aber das schaffst du keine 6. Genau, deswegen habe ich immer die Frage, aber irgendwie hat mich aber keiner verstanden, aber ich glaube, die habe ich die Frage nicht gestellt. Nee. Was ist der Unterschied zwischen Amateurrunden und den, deswegen? Also das muss man schon wirklich klug, technisch. Ja, genau, richtig, das wollte ich halt hören. Ja. Aber auf jeden Fall trotzdem fitte Mädels, bleibt auch dran und schade, dass sie nichts daraus machen. Ja, sehr schade. Also, sonst hättet ihr eine gute Managerin hier am Start. Ja, aber ich muss echt mal sagen... Stimmt, sie ist ja Managerin, vielleicht könnt ihr euch so connecten irgendwie. Krass, ich meine, krass. 3 Jahre kein Training. Und trotzdem top fit, ne? So, was wäre drin, wenn sie in diesen 3 Jahren noch durchgezogen hätte, weißt du? Ich habe tatsächlich auch aufgehört, als ich gerade eine Anfrage zur Nationalmannschaft hatte und habe ich halt vorher abgebrochen und dann... Warum hast du aufgehört? Kann ich gar nicht mal so richtig sagen. Also es gab so ein paar Sachen im Hintergrund, die will ich aber jetzt auch nicht ansprechen. Und dann hat sich einfach so die Wege getrennt, sage ich mal so. Okay, habt ihr aber alle echt gut gemacht. Wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Ich heiße Juli Gause unterstrich. Und ich bedanke mich bei dem Fahrer Nikolai, der uns heute hier 3,5 Stunden hingefahren hat. Wir haben nur eine Studioseite. Team Assassin Dorsten ist das und könnt ihr gerne auch folgen. Und ich grüße alle aus unserem Gym. Ich heiße Emily_006 auf Instagram und ich grüße Herr Dietz, meine ganze Familie. Ja, ich grüße Adrian und danke auch Andreas, der auch heute mit uns 3,5 Stunden hierher gefahren ist. Super, ja, checkt die bitte unbedingt aus. Die Dame hat jetzt 500 Euro gewonnen. Checkt die bitte aus, alles von denen in der Videobeschreibung drin. Dankt euch fürs Mitmachen, es war richtig stark. Checkt auch unbedingt Smilodogs ab, auch über den ersten Link in der Videobeschreibung. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned.